Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute ist der Donnerstag, der 28.10., also Oktober, und es gibt heute ein Lufthansa Group Update. Einige Themen, die die Lufthansa diese Woche gemacht haben, hätte ich fast gesagt, sind uninteressant für uns als Passagierflieger, dass die letzte MD-11 nicht mehr fliegt bei der Lufthansa Cargo. Traurig, aber so ist es. Deshalb für uns viel wichtiger ist, dass die Swiss vielleicht die 350er bekommt. Ganz genau, die Schweizer diskutieren mit den Deutschen, was da noch geht. Dann haben wir als Thema die Austrian, hat einen neuen längsten Flug irgendwie, wenn ich das so im Kopf habe. Und Mario, wollen wir auch noch was über Air Dolomiti erzählen? Wollen wir was über Münchner Flugpläne erzählen, dass sie mehr fliegen? Schauen wir mal. Aber das alles nach dem Intro, würde ich sagen, Herr Korsten. Gut, dann geht's los. Als alte Leidensgenossen, die ihr unserem Kanal folgt, danke, dass ihr uns abonniert habt. Und da sind wir auch schon direkt beim Abonnierbefehl. Abonniert uns, damit ihr keinen Beitrag mehr verpasst, auch noch die Glocke anzumachen. Und ganz, ganz wichtig, diesen Beitrag liken und kommentieren. Unten kommentieren. Da könnt ihr was über den lustigen Herrn Hoffmeister sagen oder auch über mich. Ich fand das ja auch sehr schön. Ich muss da kurz drauf eingehen, dass in dem einen Hon-Video mir ja auch Fitness nähergelegt worden ist. Fand ich ganz hübsch. Also insofern, danke, danke. Wer mit mir schwimmen gehen möchte, sei herzlich eingeladen. Können wir gerne machen. Also ich bin ehemaliger Wettkampfschwimmer. Deshalb nur, damit ihr wisst, ich suche Gegner, keine Opfer. Ja, Mario, jetzt zur Lufthansa. Mit welchem Thema willst du anfangen? Ja, weiß ich nicht. Wir müssen vielleicht mit einem etwas Thema anfangen, was nicht nur die Lufthansa betrifft, aber auch die Lufthansa, dass Flüge nach Marokko eingestellt sind. Bis Mitte November. Also wer von den Zuschauern noch irgendwie einen Flug nach Marokko hatte, aus Deutschland geht das zumindest nicht mehr, aus den Niederlanden auch nicht und aus Großbritannien auch nicht, was ziemlich irrsinnig und bekloppt ist, denn aus anderen europäischen Ländern kann man hinfliegen und auch die Luftfahrtgesellschaften oder die Luftfahrtmarken der Lufthansa holen auch die gestrandeten Passagiere dort ab, soweit ich weiß. Eine ziemlich irrsinnige Regelung, weil umgekehrt lassen wir die Marokkaner ja rein. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat die Lufthansa alle Flüge bis Mitte November nach Marokko gestrichen. Ja, ganz genau. Also wie gesagt, ich hatte Kunden, die waren in Marokko und die haben wir dann umgebucht über Portugal mit der TAP, weil das noch eine Verbindung war, die geht, oder halt mit der Royal Air Maroc. Aber Royal Air Maroc ist halt keine Starlines, da gibt es keine Meilen, keine Punkte, keinen Status, wenn man bei der Lufthansa sammeln möchte. War jetzt natürlich auch nicht so prickelnd, aber man kann die Marokkaner so ein bisschen verstehen, weil sie halt Angst haben und die Zahlen hier relativ hoch sind, was aber in meinen Augen halt nicht nachvollziehbar ist, wenn die Leute ja geimpft ist, da ist es ja angeblich dann nicht mehr so problematisch. Das nächste Thema, was mir am Herzen liegt, sind die neuen Flugzeuge, die die Schweizer kriegen. Die Schweizer. Ja. Wer hat es erfunden? Ne? Und da ist wohl die 350 von Airbus ganz, ganz hoch im Kurs wegen der First Class. Hört, hört, Freunde der Nacht. Die Swiss behält ihre First Class in allen Fliegern, so wie es sich anhört. Und die Rumpfbreite, die beim 350er mehr ist als bei der 787, spielt da wohl eine größere Rolle. Und natürlich auch ein bisschen mehr Platz, je nach Variante. Also insofern würde ich mich freuen, wenn die Schweizer nicht nur den A350 bekommen würden, sondern auch die First Class behalten würden. Hoffentlich in einer größeren Variante als die 4 Sitze, die ja angeblich in die A350 von München reinkommen sollen, die 10 Stück. Da sind wir mal gespannt, was da passiert, Mario. Ja, es wäre schön, wenn es bei den 8 Sitzen bliebe, denke ich mal. Und vielleicht gibt es von Zürich tatsächlich genug Passagiere, genügend Publikum, die dann entsprechend diese Sitze buchen. Auf jeden Fall wird es dem Flieger sicherlich ganz gut tun. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, mit der Swiss dann auch mal im neuen A350 in der First fliegen zu können. Vielleicht kriegen wir das auch mal hin. Ja, und dann noch eine kleine Meldung. Wer schon immer mal so ein Cockpit haben wollte von der 707, die ja in Hamburg stand, die ja eigentlich irgendwie keine Lufthansa war, obwohl sie Lufthansa lackiert war. Ich glaube, die kam von der El Al oder sowas und war dann auch ein Geschenk von der Boeing. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, das Cockpit ist nicht verkauft worden. Vielleicht kann man da nochmal beim Resteverwerter zu einem günstigen Preis das Cockpit bekommen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich war vor 3 oder 4 Jahren das letzte Mal in dem Flugzeug. Es war schon relativ modderig, das Ganze, wie es sich da
angefühlt und angerochen hat. Was aber jetzt ein wichtigeres Thema ist, ist für alle, die in München sind, zum Ferienstart soll das Programm ausgebaut werden. Das heißt also, dass man wirklich fast 90.000 Passagiere erwartet in München am Flughafen, die den Ferienbeginn haben wollen. Das war ja in Berlin auch das Problem, als in Berlin da die Ferien begonnen haben, dass da Land unter war. Haben Sie sich zu den Strecken ausgedünnt, hätte ich fast gesagt. Hurghada war dabei, Mario, ne? Was war noch dabei? Ja, es soll ab November dann auch wieder mehrere Langstreckenverbindungen geben, unter anderem nach Miami, also die warmen Ziele im kalten deutschen Winter. Ja, sehr, sehr schön. Ein Thema, was ich auch immer wieder lustig finde, das sind die Freunde von der Austrian Airlines, die ja mit ihrem, ja, nennen wir es einfach mal, mit ihrem alten Fuhrpark unterwegs sind. Ja. Die haben ja die muss man wohl so sagen. Ja. Die haben jetzt mit knapp 9.300 Kilometern die längste Strecke der Fluggesellschaft, die dann quasi Tokio Narita ablöst, nach Cancun aufgelegt. Und man hat ja auch die Bilder gesehen, wo sie mit Mexikanerhütchen die Leute da verabschiedet haben. Ich habe viele, die auf LinkedIn waren. Kann ich leider nicht posten. Oder darf man das posten? Weiß ich gar nicht. Der Marketingchef von der Auer hat die gepostet. Also insofern, das war in meinen Augen doch eine sehr, sehr coole Geschichte, dass man das dort gemacht hat. Ja, Mario, würdest du nach Cancun fliegen mit der Austrian? Ach ja, die Austrian. Ich mag die Fluggesellschaft ja durchaus. Bin bis jetzt mit denen noch nie auf der Langstrecke gewesen, immer nur Kurz- und Mittelstrecke. Da war ich eigentlich immer sehr zufrieden, immer super Crews gehabt und das Essen. Das Essen ist selbst auf der Kurz- und Mittelstrecke ganz hervorragend. Und insofern ist Wien dann zumindest eine Alternative, wenn man tatsächlich nach Mexiko möchte. Und Cancun scheint ja auch, die anderen Fluggesellschaften fliegen da ja auch vermehrt hin, scheint ja tatsächlich im Moment eine sehr angesagte Destination zu sein. Ja, ich habe viele Kunden, die nach Cancun wollen, nach Tulum und solche Sachen. Also es ist schon zu empfehlen. Wobei du gerade jetzt sagst, mit Austrian fliegen, muss ich einen kleinen Spoiler machen. Wir haben ja unseren Flug gemacht. Ich weiß nicht, Mario, ob dir das aufgefallen ist, wie du dich über einen Marktbegleiter der Lufthansa in Europa echauffiert hast. Hattest du das an der Stelle schon gesehen oder weißt du es noch, was du gesagt hast? Nein, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es verdrängt wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Es ist halt nicht eine Lufthansa-Fluggesellschaft, es war EasyJet. Ah ja, doch, jetzt erinnere ich mich, ja. Ich kann das nur empfehlen, schaut euch das an, wenn es live geschaltet wird. Wahrscheinlich dieses Wochenende kommt es raus. Ich habe es extra drin gelassen. Nun ja. Mario da über die EasyJet-Freunde befindet. Ja, Air Dolomiti. Ja. Die wir doch zum Lufthansa-Konzern zählen, 30 Jahre dabei sind. Die Feier war ja gerade letzten Monat. Die wollen in Slowenien wachsen, weil die Adria Airways da ja den Sittich gemacht hat vor nicht allzu langer Zeit. Ich bin mit Adria auch, glaube ich, geflogen. Ich fand die auch ganz nett. Insofern, wie denkst du darüber? Meinst du mit Slowenien, dass das für Air Dolomiti was Spannendes wird? Ach naja, von der Struktur her ist ja jetzt auch kein gigantisches Land und insofern mit Air Dolomiti eigentlich, mit denen kann man ja nur keine Langstrecke fliegen, aber wenn ich mit denen geflogen bin, war ich eigentlich auch mal sehr schwer begeistert. Es ist geografisch sehr nah dran an Italien. Es würde sicherlich nicht schlecht sein und Air Dolomiti könnte dann natürlich insbesondere auch die Zubringerflüge aus Slowenien zu den größeren Hubs der Lufthansa von dort aus durchführen und natürlich auch den Verkehr nach Italien oder anderen innereuropäischen Verkehr abwickeln. Man will ja wachsen, man möchte neue Flugzeuge haben. Es würde irgendwie schon, denke ich, passen, wenn die Lufthansa sich quasi dann auch noch dort im Regionalflugmarkt weiter ausbreitet, dürfte für die Mutter sicherlich auch nicht schlecht sein. Denn in erster Linie wird man natürlich versuchen, die Langstreckengäste aus Slowenien dann über die Lufthansa oder deren Töchter abzufertigen.
Ja, dann den Dreamliner müssen wir auch an dieser Stelle erwähnen, weil um Abfertigung, der kommt später. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, oder? Haben wir das letzte Woche erzählt? Ich weiß Ja, nicht. Ich hatten würde wir schon mal. Ja, ja. es einfach prophylaktisch nochmal sagen, aber warum komme ich da drauf? Ganz einfach deshalb, weil der Dreamliner geht nicht los, aber morgen in Frankfurt geht es wahrscheinlich auch nicht los, weil da wird es einen Streik geben, so wie das aussieht, am Frankfurter Flughafen. Wer streikt diesmal? Hast du das auf Kette? Ich habe es Nee, ganz verdrängt. wer soll denn da schon wieder streiken? Es ist ja Die furchtbar. Gewerkschaft, der WISAG, also das heißt der Verdi Bodendienstleister, haben dafür Streiks gesorgt. Okay. Und da ist dann halt ja so ein bisschen Spaßbremse. Wobei man natürlich sagen muss, in Frankfurt gibt es ja im Moment immer noch nicht genug Personal für die Abfertigung. Da hatten wir ja auch Probleme, als ich letzte Woche geflogen bin. Bin ich ja in Frankfurt auch gelandet. Zusätzlich zu dem starken Wetter, Phänomen mit den über 100 km/h Windböen, wo der Flugverkehr am Boden bzw. die Abfertigung am Boden eingestellt worden ist. Und da war auch das Problem, dass es nicht genug Leute gibt. Wenn die natürlich von der WISAG mit 600 Leuten da jetzt streiken, schwierig. Und Ja. ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir in der Luftfahrt natürlich alle fair bezahlen müssen, dass die Leute von ihrer Arbeit leben können müssen. Deshalb lehnen wir auch Fluggesellschaften ab. Ich kann nur noch mal auf Marius EasyJet Hinweis hier kurz reflektieren. Aber ansonsten auch Ryanair. Also insofern, das sind Fluggesellschaften, die ich persönlich jetzt nicht, ja, wie soll ich es nennen? Ich sage es jetzt einfach gar nicht, was ich denke. Weil sonst müsste man das zensieren, da müsste man dann immer so piepen und so, das geht gar nicht. Ja, also schreibt uns einfach unten in die Kommentarspalte rein, was ihr über den Streik denkt oder aber auch über die neuen Ziele der Austrian oder der Lufthansa ab München denkt, aber auch 350er für die Swiss. Also da waren ja heute doch wieder Themen dabei. Mario hatte schon Angst, als wir angefangen haben. Es gibt gar nicht so viele Themen und immerhin haben wir trotzdem 12 Minuten voll gemacht und ein bisschen jetzt mit Gesabbel. Also insofern. Ist das in Ordnung? Ja, ne? Ja, also insofern haben wir da für euch unser Bestes gegeben. Aber deshalb müsst ihr unser Bestes unterstützen, indem ihr euer Bestes gibt. Das ist euer Abo, dass ihr uns abonniert, dass ihr uns ganz wichtig die Glocke auch anmacht, damit ihr keine Folge verpasst. Und kommentieren. Und den Beitrag liken. Für den Algorithmus ist das ganz, ganz wichtig auf YouTube. Danke nochmal, Man dass kann. ihr so das Hon-Video geliked habt. Wir Ja. waren sehr überrascht. Ja. Ja. In der Tat. Ja. Aber abonnieren, kommentieren und Glocke aktivieren scheint dann ein wenig Wirkung gezeigt zu haben. Das ist richtig. Wir haben auch noch ein paar Follower gefunden. Das ist super. Und nochmal ganz, ganz wichtig, der Hinweis, in München ist ein Stammtisch am 5. November. Mario kann leider nicht teilnehmen, weil der Flug von Paderborn ungünstig liegt. Ja, weil ich zu der Zeit nämlich in Berlin bin. Das ist richtig. Wobei ich bin morgens noch in Berlin. Bist du am 4. auch in Berlin? Ich bin am 4. auch in Berlin. Ja, dann können wir uns ja treffen. Am 4. bin ich in Berlin, am 5. in Berlin und am 5. bin ich dann abends in München. Sehr gut. Dann haben wir das geklärt. Wir freuen Jawohl. uns auf eure Nachrichten und wir würden uns dann an dieser Stelle einfach verabschieden und sagen, winke, winke, oder? Ja, Jo, winke. danke fürs Zuschauen. Bis dann, ciao. Abonnieren, liken und so weiter geben wir auch Danke für. Bis dann. Ciao. Jetzt raus hier.